gleich mal mit noch der jemanden Tür ins grüßen Haus gleich. Nee, ich muss mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe eine Wahnsinnsgeschichte erlebt. Nice. Ihr werdet es wirklich nicht glauben, wenn ich es gleich erzähle, aber haltet euch fest, schnallt euch an, liebe Zuschauer zu Hause. Ich war bei der Pediküre. Nee, und du Arschloch. Es war so krass. Du willst jetzt meine Geschichte, die ich in Folge 13 erzählt habe. Machst du dich jetzt nur über Jochen lustig oder warst du tatsächlich bei der Pediküre? Nachdem Jochen es so erzählt hat, konnte ich es nicht glauben und musste es mit eigenen Augen erleben. Füßen mit eigenen Augen. Willst du mich jetzt verarschen oder warst du wirklich bei der Pediküre? Nee, aber ich sag euch, wo ich war. Ich war bei der Massage. Und zwar gibt's hier, wo ich wohne, um die Ecke gibt's Ayutthaya Massage, Original Thai Massage. Haha, jetzt alle insert Happy End Joke. Hast hier. Du das nicht letztes Mal? Das kommt mir so bekannt vor. Ja, ich habe ein Déjà-vu mit Thai Massage und Happy End. Aber ich war lange nicht mehr. Da hängt das Schild an der Tür. Hier keine Erotikmassagen. Das ist ein anderer Salon. Das ist ein anderer Typ. Okay. Also bei meinem gibt es die auch nicht. Das gibt es das Happy End auch nicht, aber da steht es auch nicht vorne. Also vielleicht gibt es das da. Ich weiß Verhandlungsbasis. Alles Verhandlungsbasis. Jedenfalls war ich da und ich wollte mal ein bisschen von diesem Massageerlebnis erzählen. Denn für mich ist Massage so ein bisschen der Urlaub des kleinen Mannes. Ist mein Balkon der Urlaub des kleinen Mannes. Entschuldigung. Ich weiß, du gerade bist noch da. Bin ich jetzt verärgert? Ich habe extra geschwiegen, ich wollte es nur einfach kurz mal stehen lassen. 50 Minuten Aromaöl, 20 Minuten Fußmassage und 20 Minuten Kopfmassage. Aromaöl. Und ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert, wie geil das ist. Da kam dann so eine, ich sag mal, Mitte 40-jährige kleine Thailänderin, nicht besonders attraktiv, eher stämmig, Arme wie Baumstämme, und hat mich da durchgeknetet und es hat sich so fucking geil angefühlt, dass ich während der Massage mich ein bisschen in sie verliebt habe. Es war so ein gutes Gefühl, wenn die konnte quasi fast kein Deutsch, aber wenn sie irgendwie gesagt hätte, oh, wir können durchbrennen nach Thailand, dann hätte ich gesagt, okay, komm mit. Jetzt kriegst du die Beschwerden über deinen rassistischen Kommentar. Das ist doch jetzt 2018. Wenn das schon rassistisch ist. Ja, natürlich. Du wirst Leute finden, die das rassistisch finden, dass man einen Dialekt oder einen Akzent nachäfft. Aber jedenfalls, ich wäre mit dieser Frau durchgebrannt. Einfach nur, weil sie so gut massieren konnte. Und das Ding ist, die hat eine Kraft in ihrem kleinen Körper gehabt. Ich hatte das Gefühl, die hätte mich, wenn sie gewollt hätte, auseinanderreißen können. Es gab so Situationen, wo sie so da gedrückt hat in dem Rücken und ich hatte das Gefühl, sie gibt jetzt so 10%, aber es hat sich angefühlt, als ob ein Bagger gerade irgendwie an mir quetscht. Und ich wollte einfach nur mal empfehlen, es ist nicht ganz billig, es hat 75 € gekostet für 90 Minuten, also das macht man wahrscheinlich dann nicht einmal die Woche oder so, aber ich möchte das mal empfehlen. Es gibt viele Leute, die gehen nicht zur Massage, weil sie sich nicht berühren lassen wollen von fremden Menschen und so weiter. Aber das muss man einfach mal abschütteln und einfach sagen, ey, ich gehe da jetzt hin, das ist alles professionell, das ist sauber. Und das mal machen, weil... Wenn ich mich von fremden Leuten berühren lassen will, kann ich auch U-Bahn fahren. Ja, aber nicht mit dem... Was war denn der Grund? Aber da gibt's mit Happy End. Oh Gott. Der kommt auf die U-Bahn an. Oh nein. Was war denn der Grund, dass du zur Massage gegangen bist? Hast du dich so schlapp gefühlt? Du bist am Pediküre-Laden vorbeigegangen. Naja, was hat den Grund gegeben? Ich hatte einfach Bock auf eine Massage. Also zum einen bin ich großer Fan von Massage und zum anderen habe ich halt auch Rückenschmerzen und Verspannungen und so und dachte mir, ich mache das so. Alle 3-4 Monate gehe ich da mal hin und habe gedacht, ja, jetzt mache ich das mal. Okay, und diese Geschichte schlägt jetzt meine Pediküre-Geschichte, oder was? Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur auch nicht angefangen. Kannst du auch nicht sagen. Das ist mega spektakulär, was jetzt kommt. Gab es auch Fußmassage? Ja, Fußmassage. Kann ich jedem empfehlen. Ist der Wahnsinn. Fußmassage ist toll. Ist wirklich der Hammer. Ja. Und du kriegst dann noch so einen warmen Waschlappen auf den Rücken und ins Gesicht und die Haut auch teilweise so richtig einmal so, die Haut dir einmal die so die Schnauze. Die Haut einmal wird dir die Haut abgezogen. Die bricht dir die Nase und renkt sie wieder ein, es ist so geil. Dann wirst du verprügelt, geile Massage. Wann war deine letzte Massage, Georg? Ich war noch nie bei einer Massage.
Das habe ich mir gedacht. Würdest du das denn mal machen, wenn ich dir sie zahle? Ich glaube, ich bin auch jemand, der sich eher ungerne von Fremden anfassen lässt. Ist ja nicht so. Aber nicht so mein Geschmack. Aber du hast ja auch eine Frau. Aber wenn sie und den die Namen hat dich sagt, auch irgendwann mal zum ersten Mal angefasst. Ja, das ist ja was anderes. Wieso? Da war sie auch noch wahrscheinlich. Ja, aber es gibt wenige Leute, denen ich Geld dafür gebe, dass sie mich anfassen. Hier in Hamburg gibt es. Ja, das ist auf dem Kinderspielplatz unbeliebt und. Also, oh Gott. War nur ein Witz. Aber ich meine, so ein Physiotherapeut oder ein Arzt oder so, also man kann das ja aus der Richtung sehen. Das ist ja nun wirklich eher, ist ja nicht so intim, sondern es ist eher, wirklich eher, würde ich sagen, medizinisch fast schon. Ja, nee, aber also habe ich noch nicht gemacht und wäre jetzt nicht so ganz weit oben auf der Liste von Dingen, die ich unbedingt gerne. Vielleicht wäre das so, wenn ich das einmal mache, dass ich mir dann denke, oh mein Gott, wie konnte ich ohne leben? Vielleicht kommst du mal rum, wir massieren dich zum ersten Mal und dann schicken wir dich zu einer professionellen Massage. Also weil du es dann auch nötig hast. Das finde ich eine sehr gute Idee. Wir machen dabei den Podcast auch, sodass Georg direkt sagen kann, was er empfindet. Und dann kneten wir den Georg mal so richtig durch. Oh Gott, was hast du für eine Schuhgröße? 68 oder sowas? Ja, 48. Manchmal hat man ja auch so das Gefühl, wenn man da liegt und denkt so, oh Gott, eigentlich ist dein Körper gar nicht so schön, dass du da fremde Hände dran lassen willst, weil das vielleicht so für den anderen gar nicht so toll ist. Aber ja, dann wiederum sind das ja Profis, die sagen, okay, die kommen mit jedem Körper zurecht, auch mit deinem hässlichen Körper, also in meinem in dem Fall. Ja, ich hatte eher das Problem, weil du liegst dann so auf dem Bauch und die drückt dann auch so wirklich mal so deinen Beckenboden so richtig runter und es geht auch so in Richtung Arsch. Also die massiert jetzt nicht die Arschbacken, aber ich habe natürlich auch Schmerzen unten in der Lendenwirbelsäule. Und hast so, das du heißt, gesagt? Wird da? Hast du erfunden? Ich habe diese fürchterlichen Anusschmerzen. Oh Gott. Ich habe gefragt, wo haben Sie denn Schmerzen? Habe ich gesagt, hier oben in der Eichel. Und dann, nein, aber du wirst schon am Po-Ansatz massiert und das Ding ist halt, ich habe einfach Schiss gehabt, dass ich furzen muss. Aber auch das werden die doch wohl kennen. Natürlich werden die das bestimmt schon erlebt haben. Und ich habe dann drüber nachgedacht, weil sie ist zwischenzeitlich, einmal hat sie den Raum verlassen, um warmes Wasser zu holen. Und ihr habt euch sicherlich auch schon mal gefragt, gerade da draußen, wenn ihr frisch in einer Beziehung seid, ich glaube gerade Männer fragen, also vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich fragt, aber warum habe ich meine Freundin noch nie furzen gehört? Und die Wahrheit ist, Frauen furzen nicht so. Ja, pass auf, ihr seid aber auch schon länger zusammen. Ja. Ich glaube nicht, dass das im ersten oder im zweiten Jahr schon so war. Und ich sage euch, ich erzähle euch jetzt die Wahrheit. Meine Freundin kichert immer, wenn sie furzt. Dadurch fällt das halt auf. Ja, aber, oh Mann, Leute. Du hörst nichts, es stinkt nur und kichern. Sie kann das nicht geheimhalten. Aber pass auf, ich erzähle euch jetzt die Tricks der Frauen. Erstens. Ja. Frauen furzen genauso viel wie Männer, eher sogar mehr. Zweitens ist euch schon mal aufgefallen, dass Frauen sehr häufig auf die Toilette gehen, häufiger als Männer. Um zu furzen. So, und jetzt kommt's, und jetzt kommt's nämlich, die müssen aber nicht häufiger pinkeln, sondern die gehen auf die Toilette, um zu furzen. Und dann die Spülung zu betätigen. Doch, es ist so, um die Spülung zu betätigen und während der Spülung einen sanften Furz rauszulassen. Und deshalb gehen die manchmal in, und sie haben immer die Möglichkeit zu sagen, ja, es ist wegen der Periode oder es ist irgendwann, Männer immer. Fragen nicht nach, wenn Frauen sagen, sie gehen auf die Toilette, dann fragt der Mann nicht nach, denkt sie, it's a Frauen-Thing. Aber die Idee auch ist gut, wie die du bist da nicht aufs Klo gegangen, um zu furzen? Nee, jetzt wegen meiner Periode. Ach so, ich dachte schon, um zu furzen. Nein. Einzig wegen meiner Periode. Ich sage euch, es ist so und generell finde ich das sehr befreiend, wenn man, also ich sag immer, bei mir gibt's die First-Date-Regel, am ersten Date darf jeder einmal furzen und dann wird sich gegenseitig beschnuppert und so und wenn man dann noch Bock hat auf ein zweites Date, dann ist so direkt, versteht ihr, so ein bisschen der Druck im wahrsten Sinne des Wortes. Ist klar, Eddie. Ist der Druck raus. Das ist auch der zweite Satz. Ne? Sollen wir erstmal, bevor wir uns den Namen sagen, sollen wir erstmal furzen. Nee, das passiert ja schon Namen beim sagen. Beim, ja, beim Vorstellen, beim Kennenlernen, sage ich, darf ich dich kurz anpupsen? Du darfst mich auch anpupsen und dann haben wir das aus dem Raum. Okay. So. Können wir das Thema ja jetzt abhaken. Das ist mir peinlich. Was hast du gegen das Thema? Furzt du nicht gerne?
Jochen. Was? Ob du nicht gerne furzt. Was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Jeder muss ja mal. Ja. Das war nicht die Frage, ob jeder muss. Die Frage aber es ist, gibt ja Leute, die... Es macht gibt ja ihr Leute, das gerne? Ja, natürlich. Naja, es ist doch erleichternd. Es gibt ja Leute, die krampfen sich zusammen, ne, weil sie keinen Furz rauslassen wollen. Und dann sind das die neben einem so in der Kammer sitzen, ne, so im Büro oder so, in den Klokammern. Und dann hörst du halt so ein Papam! Und so riesenlaut. Also sagen wir es mal so, mir fällt die Tat an sich leichter, als darüber jetzt zu sprechen. Können wir es dabei belassen? Was bist du denn so verklemmt? Lass doch mal über solche aller Welt Dinge sprechen. Ich möchte gerne mal wissen, ich habe zwei Vermutungen. Erstens, ein Furz, den man drinnen behält, da staut sich der Druck auf und ich glaube, dieser Druck sorgt dafür, dass die Stinkmoleküle explodieren und deshalb sind Furze, die man unterdrückt, stinkiger als Fürze, die man rauslässt. Erste Theorie. Zweite Theorie, oder besser gesagt, zweitens, ich habe eine Frage. Wie entsteht überhaupt ein Furz? Wer weiß denn das? Wo kommt das überhaupt? Keine Ahnung. Jetzt könnten wir googeln. Das ist bestimmt total leicht. Jetzt wird irgendjemand anderes googeln und die erste Antwort, die er findet, oder die zweite. Sind das nicht einfach Verdauungsgase? Schreiben. Ja, ich glaube. Die Gase, die bei der Verdauung entstehen, ist genau wie beim Misthaufen. Ja, da wird doch Zeug, Nahrung wird zersetzt und dann entstehen Gase. Ja, es ist wie beim Misthaufen, beim Komposthaufen, da entstehen drüber ja auch Gase. Nur die werden an die Luft abgegeben. Und deswegen blubbert das auch immer so. Ja. Aber. Hast du noch nie so ein Gaskraftwerk am Bauernhof gesehen? Das sind die die so aussehen wie Zirkuszelte, wo das Gas gesammelt wird. Ich habe noch nie ein Gaskraftwerk am Bauernhof in Form eines Zirkuszeltes gesehen. Ehrlich ja, vielleicht ein Kraftwerk nicht, aber zumindest, dass das gesammelt wird. Also das sind so wie so ein großer Komposthaufen mit einem Dach drüber. Aber es ist doch schon faszinierend, dass man das einigermaßen auch steuern kann da unten, oder? Kraft seiner Gedanken. Also das ist ja, dann mach mal jetzt. Naja, also ich sag nicht, dass du selber einen produzieren kannst, aber wenn da einer sich ankündigt, kann man den schon auch noch hinauszögern und steuern. Du kannst den in kleinen Dosen rauslassen, du kannst... Also das ist schon Wahnsinn. Was mich wundert ist, du nur kannst oft trügen die einen, wenn man glaubt, dass die leise sind, ne? Ja. Ja. Und man kann ja auch nicht die Richtung umkehren, ne? Also die gehen ja immer nach unten ab. Also man kann nie sagen, jetzt möchte ich aber gerne, dass ich nach oben. Wie? Habt ihr diesen einen? Aus dem Mund raus. Also, ich meine, da kommt ja auch die Nahrung rein. Theoretisch müsste es ja auch einen. Du kackst ja auch nicht aus dem Mund. Was denn? Da geht er hin, der Grimme-Preis für den besten Podcast. Oh Gott. Aber. Habt ihr das mitbekommen mit dem einen mit dem Wachmann, der gefeuert wurde, weil er immer gefurzt hat? Nein. Das war so ein Typ in den USA, irgend so ein Sicherheitsdienst, also keine Ahnung für was. Wahrscheinlich irgend so ein Typ, der in so einem kleinen Häuschen gesessen hat und dort auf irgendein Gebäude aufgepasst hat. Und der hat einen Instagram-Account gehabt, glaube ich zumindest, oder irgend so ein anderes Ding. Und hat dort nur Videos von sich hochgeladen, wo er sein Gesicht filmt. Also er ist nur so Porträtaufnahme. 10, 15 Sekunden Videos, wie er furzt, dann ist das Video zu Ende. Und aber davon er zeigt sein halt, Gesicht quasi. Genau. Und dann hört man es irgendwann. Man hört es auch. Also ja. Mikrofon ist an. Man sieht halt nur sein Gesicht, wie er furzt, Video endet. Und davon hat er halt etliche Videos hochgeladen. Und er ist gefeuert worden von seiner Sicherheitsdienstfirma, weil man dort halt irgendwie, keine Ahnung was, die Plakette des Sicherheitsdienst auf diesem Video sehen konnte. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja. Ja, also ich meine, du repräsentierst ja dann irgendwie auch eine gewisse Seriosität als Wachmann und auch eine Firma und irgendwie denkst du dir dann, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wo es war, also wenn er jetzt irgendwie der Pförtner beim Zoo war, dann würde ich sogar sagen, okay, das ist fast schon eine Attraktion, aber wenn er jetzt irgendwie bei einer Bank oder so als Pförtner sitzt oder Security. Also ich würde mir denken, es interessiert sich. Das Erste, was man sieht, ist irgendwie der Mann, der interessiert sich kein Mensch dafür, glaube ich, also es wird in keiner Art und Weise negativ auf dich signifikant zurückkommen, dass du einen Mitarbeiter hast, der rumfurzt. Also selbst dann nicht, wenn das irgendwie so extrem viral sein sollte. Aber wenn du die Firma bist, die jemanden feuert, weil er rumgefurzt hat, glaube ich, ist das ein größerer potenzieller Image-Schaden. Hm. Ich würde niemanden feuern, weil er gefurzt hat.